Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ich würde sagen, wir haben es echt gut gemacht. Hannover hat sich nicht wirklich so gewehrt. Trotzdem muss man erstmal gegen den Bundesligisten 5 Tore schießen oder auch 5-0 gewinnen. Wir haben auf jeden Fall Positives mitgenommen. Das war ein guter Test für uns. Klar darf man es nicht überbewerten, aber ja, im Endeffekt wollten wir gewinnen und das haben wir dann auch geschafft und es passt. Ja, ich denke, ein typisches Zweitligaspiel. Also es wird wieder darum gehen, die Zweikämpfe zu gewinnen, anzugehen, zu gewinnen, zweiten Bälle zu gewinnen. Und ich denke, wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir sehr, sehr gute Chancen, dort zu gewinnen. Also ich kann jetzt von mir sprechen, ich habe es gar nicht im Kopf und ich glaube, die Mannschaft auch nicht. Wir gehen das Spiel an, also wir denken nicht über das Spiel davor nach, sondern einfach nur jetzt auf das, was kommt. Und wir wollen einfach da das abrufen, was wir jetzt auch hier im Testspiel und gegen Bochum gezeigt haben. Und ja, also da bin ich sehr guter Dinge. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben schon unsere Zeit gebraucht. Das ist schon was komplett anderes, wie wir davor gespielt haben. Man merkt aber auch von Training zu Training, von Spiel zu Spiel, dass es besser klappt, dass wir ja auch besser hinten raus spielen, dass die Abläufe viel, viel besser sind. Und ja, klar, von heute auf morgen geht nichts, aber wir haben uns das schon auch hart erarbeitet, dass wir jetzt das System, was der Trainer auch will, gut machen. Ja, also ich sag mal, die Position, wo ich jetzt spiele, in dem System, ist die Position, wo ich auch am liebsten spiele. Deswegen habe ich nicht so lange gebraucht, um mich da wieder zur alten Stärke zurückzufinden, weil wenn man die Position spielt, die man am liebsten spielt, dann dauert es halt einfach nicht so lange. Und ich fühle mich wohl in dem System. Ich glaube, der Spielstil kommt mir auch entgegen und ich bin sehr, sehr froh drüber. Strand oder Erlebnisurlaub? Ganz klar Strandurlaub. Im Urlaub möchte ich mich nicht zu viel bewegen. Also schon gut, wenn es Meer, die Sonne da ist und einfach entspannen. Entweder Barcelona oder Real Madrid. Boah, ich würde Barcelona nehmen. Mir gefällt einfach, wie sie spielen und liegt auch viel an Lionel Messi, aber ich würde mich für Barcelona entscheiden. Entweder mit Bielefeld in die Bundesliga aufsteigen oder mit Bielefeld den Pokal gewinnen. Ich würde beides mitnehmen. Ich sage jetzt einfach mal in die Bundesliga aufsteigen. Ich glaube, für die Fans wäre das auch was richtig Cooles. Für uns auch, weil wir in vielen anderen Stadien und mit anderen Fans und viel andere Sachen erleben würden. Deswegen würde ich jetzt den Aufstieg in die Bundesliga nehmen. Entweder Trainingseinheit oder Sofa. Ja, nehme ich ganz klar die Trainingseinheit. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Burger oder Salat? Wird mir keiner glauben, ich esse sehr ungern Burger, also schmeckt mir eigentlich gar nicht. Deswegen nehme ich in dem Fall den Salat und weiß nicht, ob mir das jetzt jeder glaubt, aber es ist wirklich so. Pils oder Weißbier? Würde ich Weißbier nehmen. Trinkt zwar nicht sehr oft, aber wenn man dann mal eins trinkt, dann doch ein Weißbier.